Hallo, ich bin die Martina von Tricky Horse. Ich teste hier gerade diesen neuen Hufschutz von Megasus. Viele von euch kennen ja bereits meine Beiträge und meine Videos, in denen ich euch ja immer darum bitte, mir ein paar Fragen zu stellen. Und jetzt kam von einer Mitleserin eine ganz tolle Idee. Und zwar hat sie gefragt, ob ich denn nicht einen Härtetest machen kann, indem ich ihr mal zeige, was dieser Megasus eigentlich alles aushält. Ja, natürlich klar, also Herausforderung angenommen. Ich habe das Team von Megasus gebeten, ob sie mir vielleicht einen neuen Hufschutz da lassen können, damit ich mich mit dem ein bisschen spielen kann. Und ich habe mir überlegt, was für skurrile Dinge kann ich mit dem Teil aufführen, um zu zeigen, dass der eigentlich ziemlich stabil ist, und habe mir Dinge ausgedacht, die mit der eigentlichen Form von und eigentlichen Aufgabe von diesem Hufschutz nicht viel zu tun haben, aber die sicher sehr lustig zum Anschauen sind. Als erstes bin ich mal in den obersten Stockwerk meines Hauses gegangen und habe den Megasus einfach mehrmals aus dem Fenster geworfen. Und siehe da, der hält das echt ziemlich aus, auch wenn er auf Pflasterstein drauf knallt. Als nächstes habe ich mein 2 Tonnen schweres Auto genommen und bin mit dem Auto dann auch nochmal mehrmals drüber gefahren. Da nicht wirklich sonderlich viel passiert ist, habe ich dann meinen Traktor genommen und bin mit dem Traktor drüber gefahren. Ja, das hält er eigentlich tadellos aus. Daraufhin bin ich dann in meinen Werkzeugschuppen gegangen und habe mir überlegt, was habe ich da noch alles drinnen, mit dem ich diesen Megasus ein bisschen bearbeiten könnte, und habe mir dann eine Spitzhacke genommen. Mit dieser Spitzhacke habe ich dann mehrmals auf den Megasus draufgehauen und es ist eigentlich nicht sonderlich viel passiert, außer dass 2 kleine Löcher entstanden sind. Und in der Mitte konnte ich ihn einmal durchschlagen, aber das ist irgendwie klar, weil das ist auch dieses Mittelteil, das dafür da ist, dass man das mit einem Stanley-Messer bei Bedarf hinausschneiden kann, wenn man denn einen offenen Hufschutz haben möchte. Und dann kam der Kettensägentest. Nein, also ich gebe es zu, das haben wir natürlich sein gelassen. Ja, dann habe ich mich gefragt, wer könnte das Teil noch besonders gut testen, und habe mir einen Special Over Commander genommen, den Mr. Baxter, meinen kleinen Hund, und habe ihn gebeten, dass er dieses Teil auch noch ein bisschen testet. Und siehe da, der Megasus eignet sich auch wunderbar als Hunde-Frisbee. Also, Fazit aus dem Ganzen: Ich finde, das Teil hält echt verdammt viel aus. Das Einzige, was passiert ist, ihr seht es hier, es ist ein Clip gebrochen. Hier habe ich mit der Spitzhacke mehrmals reingeschlagen. Ihr seht, das ist ein kleines Loch, aber es ist nicht, das Loch ist nicht durchgegangen. Und das Einzige, wo ein Loch durchgegangen ist, war bei diesem flexiblen Teil, den man eben auch mit einem Stanley-Messer bearbeiten kann. Also ich finde es eigentlich ziemlich cool. Der hat, bis auf den Clip, ist eigentlich nur ein paar Schürfungen entstanden, das aber den Megasus in keinster Weise einschränkt. Und ich finde es auch gut, dass dieser Clip gebrochen ist, weil das zeigt mir, das Teil hält verdammt viel aus. Aber im Fall des Falles, wenn das Pferd irgendwo hängen bleibt, kann auch etwas brechen. Das heißt, ich glaube nicht, dass ein Pferd sich mit einem Megasus wirklich verletzen kann. Und ich glaube eher, dass dieser Hufschutz so konzipiert ist, dass er im schlimmsten Fall auch bricht. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine sehr große Herausforderung war für den Hersteller, dass man so etwas konzipiert, etwas Sicheres, das hält, aber auch sicher genug ist, dass es im wichtigen Moment reißt. Also mein Fazit ist, das Teil hält verdammt viel aus. Ich glaube, ich kann damit herumschmeißen, wie ich will. Ich kann ihn nicht kaputt machen. Danke euch.